Moin Moin und herzlich willkommen aus Brüssel und nicht aus Straßburg. Es ist nämlich gerade eine Mini-Plenartagung. Das sind kleine Extra-Plenartagungen, die wir haben für all das, was wir in Straßburg nicht erledigen. Aber obwohl wir eine Mini-Tagung haben, haben wir heute wirklich maximal Gutes beschlossen, wie ich finde. Wir haben endlich als Europäisches Parlament seit jetzt 3 Jahren verhandelt und jetzt endlich abgestimmt über das Europäische Lieferkettengesetz. Und wir haben ein Lieferkettengesetz beschlossen, das wirklich sicherstellt, dass Menschenrechte, das Umweltschutz nicht nur in der Europäischen Union gelten, sondern auch in allen anderen Teilen der Welt. Wie das? Unternehmen, die hier Dinge verkaufen wollen, müssen sich an das Lieferkettengesetz halten und müssen sicherstellen, dass entlang der Lieferkette tatsächlich Menschenrechte eingehalten werden, Umweltschutz betrieben wird. Ich persönlich habe im Umweltausschuss dafür gekämpft, dass wir Unternehmen auch verpflichten, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein und dafür Pläne vorzulegen. Das ist eine Forderung, die bis zuletzt von den Konservativen und von der rechten Seite des Hauses hier bekämpft wurde. Aber wir haben es heute geschafft, das durchzusetzen. Das heißt, wir bekommen wirklich ein sehr, sehr starkes Lieferkettengesetz, beziehungsweise als Europäisches Parlament haben wir das jetzt festgelegt als unsere Position. Jetzt kommen noch die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten. Das wird noch mal ein bisschen dauern und wird noch mal, denke ich, sehr herausfordernd werden. Aber wir haben hier heute deutlich gemacht, dass es für uns wirklich so ist, dass Menschenrechte nicht an den EU-Außengrenzen aufhören, sondern weltweit gelten. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Und ich freue mich auch wirklich darüber, dass die Verwässerungsversuche, die von der rechten Seite des Hauses, insbesondere von der deutschen CDU und CSU, von weiten Teilen, nicht von allen, muss man fairerweise sagen, aber von weiten Teilen versucht wurden, gescheitert sind. Und mit diesem Ergebnis können wir jetzt wirklich mit einem sehr, sehr starken Rücken in die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten gehen. Ein anderes Thema, das mich als Gesundheitspolitiker umtreibt, sind Antibiotikaresistenzen. Wir erleben das immer mehr, dass jedes Jahr mehr Menschen sterben, weil Antibiotika nicht mehr gegen den Keim, den sie sich eingefangen haben, wirken. Wir hatten vor einigen Jahren noch 30.000 Tote in der Europäischen Union. Mittlerweile sind es schon 35.000 Tote jedes Jahr, die wir auf diese Antibiotikaresistenzen zurückführen. Und deswegen hat die Europäische Kommission einen Plan vorgelegt, wie wir dagegen vorgehen wollen. Und wir haben das hier im Europäischen Parlament heute mit der Kommission diskutiert. Wir haben dann danach auch unsere Position dazu beschlossen, die ich federführend mitverhandelt habe. Und wir machen darin klar, dass wir nicht nur darauf achten müssen, dass Antibiotika sparsamer eingesetzt werden, sowohl in der menschlichen Behandlung als auch gerade bei den Tieren, sondern dass wir eben auch darauf gucken müssen, dass wir neue Antibiotika entwickeln und vor allen Dingen auch andere Therapieansätze finden, wie zum Beispiel Bakteriophagen und all das zusammen. Wir brauchen wirklich jede Maßnahme. All das zusammen kann uns dabei helfen, die Antibiotikaresistenzen zurückzudrängen, die wirklich weltweit zu einem enormen Problem werden und nicht nur in der Europäischen Union. Und ein anderes Thema, und da gucke ich jetzt noch einmal über den Tellerrand hinaus, das ist ein Gerücht, das die Bild-Zeitung in den Umlauf gebracht hat. Darauf möchte ich kurz eingehen, denn angeblich müssen 8 Milliarden Bierflaschen in Deutschland zerstört werden und Bierkästen zerstört werden. Die Befürchtungen gehen zurück auf einen Brief des Verbandes der Flaschenhersteller oder wie auch immer die heißen, die behauptet hätten, das würde eine neue Verordnung, die Kreislaufwirtschaftsverordnung im Europäischen Parlament verlangen. Ich kann euch entwarnen, das ist alles Unsinn, das ist völlig übertrieben. Keine Bierflaschen müssen zerstört werden, keine Bierkästen müssen geschreddert werden. Aber das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sich beide Seiten anzuhören, bevor man tatsächlich Berichterstattung macht. Und insofern hoffe ich, dass dieser kurze Einblick euch ein bisschen geholfen hat, zu verstehen, was wir hier im Europäischen Parlament machen. Wie immer, Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik bitte unter das Video oder schreibt mir auf Instagram oder schickt mir auch gerne eine Mail. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, abonniert den Kanal. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.